Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar heute mit dem FPS Rundown zu FPS im Band Nummer 94. Fangen wir auch direkt mal an. Wie immer werde ich euch nicht wirklich die komplette FPS durchlesen, weil oftmals sind die Fragen der Leser, ja, nicht lustig, weniger interessant, wie auch immer. Deswegen kommen hier einfach die kleinen wichtigsten Fakten, die wir diesmal aus dieser FPS rausbekommen können. Fangen wir direkt an, und zwar fragte ein Leser: Oda Sensei, ich muss Ihnen etwas Wichtiges berichten. Sanji hat Big Mom getreten. Sanji, der niemals eine Frau getreten hat. Daraufhin antwortet Oda natürlich: Okay, ich habe viele solcher Anfragen erhalten, aber dies ist nicht der Fall. Big Mom ging auf Reggio los. Sanji und Ruffy blockten bloß. Das ist schon eine Szene. Wie auch immer. Einfaches Blockieren ihrer Faust stoppt Big Mom? Unmöglich. Um also die Kraft ihrer Faust auszugleichen, benutzte ich die Tritttechnik zum Blocken. Es ist also reine Verteidigung, keine Gewalt gegen Frauen. Die Prinzipien Sanjis wurden nicht über den Haufen geworfen. Tja, kann man natürlich so sehen, reine Verteidigung gegenüber einer Frau. Wenn Oda es so sagt, dann wird es ja wohl so sein. Ein weiterer Leser fragte dann: Die Namen aller Admiräle folgen dem Schema Farbe plus Tier, richtig? Also dachte ich, dass es eine Organisation innerhalb des Marinehauptquartiers gibt, wo die Namen der einzelnen Admiräle besprochen und entschieden werden. Kann es sein, dass der Kopf dieser Organisation der Vizeadmiral Nasukega Takari ist, der das Hobby hat, anhand der Namen das Schicksal vorherzusagen? So muss es sein, richtig? Daraufhin antwortet Oda, dass... Das ist richtig. Ich bin beeindruckt, dass du davon wusstest. Und nicht nur die Admiräle, er benannte alle Charaktere, die einen Beinamen haben. Kleiner Hinweis dazu: Nasukega Takari bedeutet übersetzt in etwa magisch Dinge zu benennen. Das heißt, es gibt innerhalb der Marine einen Dude, der einfach nur die Namen macht. Okay, cool, was für ein geiler Job. Als nächstes eine sehr, sehr interessante Frage, die Oda so halbherzig beantwortet. Also das lässt auf jeden Fall wieder Spekulationen für neue Theorien offen. Und zwar fragte der Leser: Kapitel 943. Es ist so ergreifend. Izu? Der Kommandant der 16. Division der Whitebeard Piratenbande Izu war einer der neun Akazaya, also die neun roten Schwertscheiden. Ah, war Oden Kutsugi der Kommandant der 16. Division? Daraufhin antwortet Oda so ein wenig, naja, zurückziehend: Oh, ihr habt ein weiteres kleines Detail bemerkt. Der junge Kinemon und die anderen in der Rückblicksszene. Wenn man zählt, sind dort genau 9 Personen. Ihr dachtet, er wäre Okiku. Es ist jemand mit einer etwas anderen Aura. Izu ist einer der Kommandanten, der bei der Gipfelschlacht auftauchte. Es ist wahr, dass sie sich ähnlich sehen, da Izu ebenfalls einen Kimono trug. Und in Band 82, Kapitel 820 wurde gesagt, dass ein paar Menschen aus Wano Kuni auf Whitebeards Schiff waren. Eines Tages wird die Antwort zu dieser Frage aufgedeckt, also lest einfach weiter, ihr werdet es dann bemerken. Man merkt schon an dieser Antwort, dass Oda das Ganze nicht so hundertprozentig beantworten wollte, also steckt dort doch weitaus mehr dahinter, als wir bisher erahnen. Das Problem ist ein wenig so die Übersetzung. Und zwar, wo er da sagt: Ihr dachtet, er wäre Okiku. Okay, heißt das jetzt? Auf dem Bild, das ist wirklich Okiku und wir denken einfach nur falsch, dass es sich dabei um Izu handelt? Oder will er damit ausdrücken, dass das tatsächlich auf dem Manga-Panel Izu ist? Wir aber erst immer dachten, dass es sich dabei um Okiku handelt. Je nachdem, wie die wirkliche Antwort auf diese Frage läuft, verhält sich das Ganze nämlich sehr, sehr anders. Schauen wir uns einfach mal beide Situationen an. Gehen wir mal davon aus, auf dem Bild wäre wirklich Okiku zu sehen. Und wir denken einfach bloß, dass es sich dabei eben um Izu handelt. Dann ist alles okay, die Story läuft ganz normal weiter.
Das würde aber dann nicht erklären, warum Oda am Ende sagt, eines Tages wird die Frage zu dieser, die Antwort zu dieser Frage aufgedeckt. Ich meine, dann gibt es ja keine. Es ist halt einfach so, wie der Storyverlauf war und wir Fans haben einfach zu viel wieder mal reininterpretiert. Wenn aber das damals tatsächlich Iso war und heute ja Okiku ein Teil der neuen roten Schwertscheiden ist, verhält sich das Ganze wieder komplett anders. Denn die Frage ist, warum ist Iso jetzt keiner mehr? Gut, er ist damals Whitebeard dann beigetreten aus irgendwelchen Gründen und dementsprechend waren es dann nur noch 9 und sie mussten sich jemand anders holen und das war dann möglicherweise Okiku. Gerade dadurch, dass die beiden sich ja auch so ähnlich sehen, ist halt auch die Frage, ob sie möglicherweise miteinander verwandt sind. Das wäre nämlich eine sehr interessante Verwandtschaft. Denn sowohl Iso ist ein Mann, der sich aber kleidet wie eine Geisha, also wie eine Frau. Und Okiku ist ebenfalls ein Mann, der aber einfach sehr feminin wirkt. Das heißt, wenn sie beide wirklich miteinander verwandt wären, hätten sie sogar beide die gleiche Thematik auf sich als Charakter bezogen. Und das ist dann halt doch schon wieder sehr interessant. Das heißt, dann könnte der kleinere Bruder sozusagen vom älteren Bruder den Platz bei den neuen roten Schwertscheiden später irgendwann eingenommen haben. Würde aber auch gleichzeitig bedeuten, dass Whitebeard Iso auf Wano Kuni aufgenommen hat, noch bevor Kaido überhaupt da war. Okay, gut, das macht Sinn, weil sonst hätte Whitebeard wahrscheinlich Kaido besiegt. Aber wieso hat denn eigentlich Whitebeard Wano Kuni nie zu seinem Territorium gemacht, um es zu beschützen? Das ist auch so eine komische Sache. Möglicherweise wollte Wano Kuni das einfach nicht, weil sie halt eben so komplett isoliert sind. Möglich wäre es auf jeden Fall. Naja. Dann fragte ein Leser, oder bitte zeige uns nun auch Lysop mit 40 und 60 Jahren. Oder sagt einfach nur, na gut, wie ihr wollt und klatscht das Bild hin. Wir sehen Lysop mit 40 Jahren, wenn alles gut läuft. Mit dem schönen Satz, die Piratenflagge ruft nach mehr. Wir sehen ebenfalls Lysop mit 60 Jahren, wenn alles gut läuft. Ja, ich fange an, sie zu vermissen. Und das ist interessant. Denn was vermisst ihr genau? Im ersten Moment könnten wir denken, ja, dabei handelt es sich um Kana. Kana ist möglicherweise gestorben, wenn Lysop eben 60 Jahre alt ist. Und er vermisst sie halt. Es könnte sich dabei aber auch einfach um die Flying Lamp handeln, dass er möglicherweise einfach die Flying Lamp vermisst. Wäre mal wieder so ein bisschen um die Ecke gedacht und mal wieder mehr so in diese Odersche Gedankenschema. Dann haben wir Lysop mit 40 Jahren, wenn etwas passiert. Ruffy war mein Schüler. Und Lysop mit 60 Jahren, wenn etwas passiert. Zoro? Ja, der war mein Schüler. Ja gut. Zum Schluss noch eine kleine Frage und zwar, Oda-san, ich habe eine Frage. Auf Seite 67 vom Band 90, das Mädchen, welches auf Bellow Bettys Rock stürzt. Es sieht Moda von der Coverstory Ace Suche nach Blackbeard aus Kapitel 278 verdammt ähnlich. Ist dieses Mädchen Moda? Oda sagt daraufhin, ja absolut korrekt, gut erkannt, als Ace dort war, war Lulusia auch noch ein friedlicher Ort. Allerdings, der momentane König, König Seki, ist ein grausamer König und deshalb leidet die Bevölkerung unter seiner Herrschaft. Nachdem die Revolutionäre den Leuten Mut gemacht haben, versuchen Moda und alle anderen weiterhin ihr Bestes. Und das finde ich immer mal wieder schön, dass so kleine Charaktere aus irgendwelchen Cover-Stories, die ziemlich unscheinbar wirken, auf einmal doch im Kanon der Story mit dabei sind, so wirklich. Und einfach nochmal auftauchen und gerade auch, wenn sie dann erwachsener werden und sowas. Ist wirklich ein nettes kleines Gimmick, was Oda da in One Piece immer veranstaltet. Naja, auf jeden Fall, das waren die FPS 94 für dieses Mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses kleine Video hat euch gefallen. Vor allem die Sache mit Okiku und Iso würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Haut rein, lasst ein Abo und lasst ein Like da. Ciao.